Hallo und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Was-wäre-wenn-Video von mir, dem guten Flui. Nur für die Leute, die nicht wissen, was ein Was-wäre-wenn-Video ist, kurz mal hier die Erklärung. Wir gucken uns ein gewisses Szenario an und spielen das im Grunde mal in der Simulation, in Anführungsstrichen, mal durch und schauen, wie sich tatsächlich so Sword Art Online verändert hätte. Ihr könnt mir natürlich immer gerne neue Was-wäre-wenn-Videos-Ideen unten in die Kommentare schreiben und auch mir bitte unten in die Kommentare schreiben, ob ich denn auch euren Namen verwenden darf, so wie das der gute Black Yuna gemacht hat. Und zwar hat er mir geschrieben, was wäre, wenn Sword Art Online kein Deathgame gewesen wäre. Ja, ich finde, das ist eine ziemlich coole Idee vom guten Black Yuna. Eigentlich ist es eine ziemliche offensichtliche Frage, aber gleichzeitig ist es auch eine Frage, an die man eigentlich gar nicht denkt. Und zwar, wenn tatsächlich Sword Art Online kein Deathgame gewesen wäre, dann ist das schon ziemlich heftig. Ich werde euch erstmal erklären, warum das überhaupt so heftig ist, und dann werden wir uns die jeweiligen Perspektiven der einzelnen Charaktere angucken, aber auch die Gesamtperspektive, und dann am Ende entscheiden, war es gut oder war es nicht gut. Aber okay, fangen wir erstmal damit an, warum das überhaupt so ein wichtiger Impact gewesen ist, dass Sword Art Online überhaupt ein Deathgame gewesen wäre. Nicht vergessen, wäre Sword Art Online kein Deathgame gewesen, dann würde Asuna und die anderen nicht nach ALO konvertiert werden und dort von Suguo eingesperrt werden. Dadurch, dass Kirito auch nicht die Erlebnisse in Sword Art Online und Alpha Heim Online erlebt hätte, er wäre ja auch definitiv im Grunde genommen kein Geheimagent, im Grunde genommen für die Regierung gewesen und hätte sich das ausgecheckt in Gangale Online. Dadurch, dass Asuna nicht in Sword Art Online bzw. in Alpha Heim Online war, war sie logischerweise auch nie bei Yuki. Das heißt, Yuki würde zwar weiterhin existieren in Alpha Heim Online, würde aber dabei nicht Asuna kennenlernen und im Grunde genommen eventuell nur mit ihren normalen Freunden dahin sterben. Und ganz wichtig auch Underworld, denn im Grunde genommen durch The Seed, der ja im Grunde genommen durch Kirito und den anderen frei verfügbar wurde, entstanden überhaupt ja die anderen Virtual VR MMO Games, wie zum Beispiel Alpha Helm Online oder wie halt zum Beispiel GGO oder besonders natürlich auch Underworld. Deswegen wäre die Forschung nicht so stark vorangetrieben gewesen und die Forschung wäre eventuell ein bisschen länger gedauert. Also das heißt, ihr seht schon, allein dass Sword Art Online Deathgame ist, das sehen wir sogar noch bis heute, dass das überhaupt, ja, so, überhaupt, dass es so wichtig war, dass Sword Art Online Deathgame war. Schauen wir aber uns jetzt erstmal ganz interessant die Perspektiven an. Fangen wir natürlich an mit der Hauptperspektive und zwar natürlich mit der Perspektive von unserem Hauptcharakter Kirito. Ja, bei Kirito sollte es, denke ich mal, klar sein. Er würde natürlich weiterhin Sword Art Online zocken und versuchen natürlich die 100 Ebenen zu knacken, weil das war ja, das hat er ebenfalls ja schon in der Beta gemacht. Da hat er auch schon die ersten, ich glaube, was waren es, 8 oder bis 10 Ebenen hat er schon mal durchgesuchtet und ich denke mal, dass er das im Grunde genommen jetzt im Full Game dann halt auch selber weitermachen würde. Also für Kirito würde sich nichts großartig verändern. Wir haben ja in der allerersten Folge gesehen, dass er sich mit Klein im Grunde genommen zusammengeschlossen hat und dass die beiden sehr guten Freunde waren. Und in der ersten Folge war es ja noch so, dass Kirito relativ skeptisch gegenüber der Gilde von Klein gewesen ist. Aber ich glaube, sobald die sich sehr gut angefreundet hätten, hätte auch Kirito gesagt, okay, ich mach mit euch mit und ich zeige euch die Basics und wir machen im Grunde genommen zusammen Sword Art Online. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Kirito in der Gilde von Klein den Fusikans, also ich denke mal, dass die Kleingilde von der Fusikans so oder so weiterhin existieren würde und dass die im Grunde genommen die Fusikans zusammen mit Kirito im Grunde genommen Sword Art Online clearen würden. Ich denke mal, das ist offensichtlich, dass die das, besonders mit der Hilfe von Argo, würden die das auf jeden Fall relativ schnell schaffen. Aber wenn das Spiel vielleicht vorbei wäre, würde vielleicht Kirito, weil er halt irgendwas davon hört von Alpha Heim, würde eventuell nach Alpha Heim konvertieren und nachdem er die 100 Ebenen da geklärt hätte, könnte eventuell dort auf Yuki treffen, aber die restlichen Schnittstellen mit GGO, ich glaube nicht, dass Kirito jemals GGO versuchen würde und Underworld ist ja überhaupt nichts. Also für Kirito würde sich nicht ganz richtig was verändern in seinem Spielverhältnis, aber er würde natürlich gewisse Leute nicht treffen, aber dazu kommen wir gleich.
Ach ja, was ich noch zu Kirito sagen wollte, ist noch, dass wir natürlich keinen extrem gebrechlichen Kirito haben. Das, was wir zum Beispiel in Underworld ist, dass er zum Beispiel sich irgendwie Gedanken macht über die Tode, die er gemacht hat, also die Leute, die er umgebracht hatte. Das heißt, wir hätten keinen kaputten Kirito, aber wir hätten aber auch keinen Kirito, der sich im Grunde mit Tsuguha verstehen würde. Weil dadurch, dass er Kirito im Koma lag, hat Tsuguha Videospiele versucht und dadurch haben sie sich in Alpha Haven getroffen. Das heißt, die Stimmung zwischen Kirito und Tsuguha wäre weiterhin also schlecht und ich glaube auch nicht, dass Tsuguha jemals angefangen hätte, auch mit Videospiele zu spielen. Nur hier mal, um kurz noch Tsuguha mit reinzubringen. Kommen wir aber jetzt, wie gesagt, zu Asuna und zwar ihre Perspektive ist natürlich am krassesten von allen Charakteren. Man darf ja nicht vergessen, dass Asuna ja eigentlich nur Sword Art Online testen wollte. Weil sie ist ja nicht so der größte Fan von Videogames und es ist ja in Progressive, das nehme ich jetzt mal ein bisschen vorweg, da ist es nämlich so, dass sie sich im Grunde nur auf die Schule konzentriert. Das heißt, sie interessiert sich ja eigentlich gar nicht für Videogames, sondern sie konzentriert sich ganz klar auf ihre Schule, um dort einen guten Abschluss zu bekommen, um von ihrer Mutter im Grunde genommen akzeptiert zu werden. Das hat sie ja, nachdem sie in Sword Art Online und Alpha Haven Online und diese Verbindung mit Kirito und Yui hatte, hat er sie ja das im Grunde genommen abgelegt, wurde selbstbewusster und ist im Grunde genommen zu der Asuna geworden, die wir heutzutage kennen. Aber da hätten wir halt eine komplett andere Asuna. Vielleicht könnte es natürlich auch so sein, dass sie Sword Art Online schon cool findet und da spielt, aber ich glaube nicht, dass sie jemals auf Kirito getroffen wäre. Allein weil Kirito ja immer extrem durchsuchtet. Also vielleicht hätten die beiden sich mal ganz kurz getroffen und hätten ein paar Worte vielleicht ausgetauscht, aber ich glaube nicht, dass das so eine starke Verbindung gewesen wäre, wie wir sie in Sword Art Online hätten. Das heißt, wir hätten eine Asuna, die im Grunde genommen nicht so selbstbewusst wäre. Sie hätte keine Yuki getroffen, mit der sie ja auch nochmal so ein Selbstbewusstseinsboost bekommen hatte. Und sie hätte halt auch, wie gesagt, Kirito und Yui nicht als moralische und seelische Stütze. Das heißt, wir hätten eine komplett andere Asuna, die überhaupt nichts mit Videospielen großartig zu tun hat, vielleicht ab und zu mal ein bisschen was zocken würde und sich eigentlich konstant auf ihren Abschluss konzentrieren würde. Ich glaube nicht, dass sie mit Tsuguha zusammengekommen wäre, also falls das jetzt jemand denkt, oh, sie könnte ja mit Tsuguha zusammengekommen wäre, es war ja schon klar, dass sie Tsuguha abstoßen finden. Ich glaube nicht, dass da eine Verbindung zusammengekommen wäre, aber wir hätten auf jeden Fall eine komplett andere Asuna. Kommen wir natürlich noch zu den drei weiteren Charakteren, wo es ein bisschen schwierig ist, die zu beschreiben, besonders bei zwei Charakteren. Fangen wir erstmal mit Chinon an, da ist es natürlich noch ein bisschen leichter, weil man schon ein bisschen reininterpretieren kann. Dadurch, dass Chinon im Grunde genommen kein Kirito trifft, hat sie ja im Grunde genommen auch niemanden, der sie großartig aufbaut. Vielleicht trifft sie irgendjemanden anderes, der sie aufbaut, wie zum Beispiel Len. Könnte ja sein, dass Len und Chinon sich begegnen und dass Len im Grunde genommen die Aufbauerin ist für Chinon, weiß man nicht. Kann man jetzt mal reininterpretieren. Wär cool, aber okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Chinon ja auch, ja, sagen wir mal, nicht das beste Resultat, aber wir gehen mal zumindest vom Positiven aus, dass Chinon richtig stark wird und super drauf ist und dass sie dann Len trifft und dass die beiden dann Best Friends werden und dass Len im Grunde genommen diese seelische und moralische Stütze für Chinon werden könnte. Kommen wir nun zu den beiden Charakteren, wo es schwierig ist, zu erklären, wie ihr Leben ohne das Deathgame geworden ist, weil wir kennen ja im Grunde genommen nichts so Großartiges von ihrem Leben davor. Und zwar Silica und Lisbeth. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, was mit denen ist. Also man kennt ja großartig Silica und Lisbeth nicht, wie sie im Grunde genommen vor Sword Art Online waren. Ob sie vielleicht schüchterner waren und eingeschränkt haben. Natürlich hätten sie Kirito nicht getroffen, logischerweise. Aber wie es mit den Charakteren gewesen ist, wenn es kein Deathgame gewesen ist. Man weiß ja nicht, ob Silica überhaupt ein Süchtling gewesen ist oder ob sie halt nur aus Versehen in Sword Art Online gestolpert ist. Das gleiche geht ja jetzt auch für Lies. Ist ein bisschen schwierig darüber zu philosophieren, weil man halt nichts Großartiges kennt. Deswegen kann man eigentlich hier nur sagen, dass Silica und Lisbeth im Grunde genommen Kirito nicht und Asuna und Chinon
und Lux und die anderen halt nicht getroffen hätte. Ja, das sind natürlich alles so Sachen, wo man sagt, gut, dass Sword Art Online Death Game wäre. Aber was man natürlich auch sagen muss, und ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, und zwar 4000 Menschen wären nicht gestorben. Ne? Solche Charaktere wie zum Beispiel Sachi oder dadurch, dass wir ja jetzt im Grunde haben, über Black Yuna sprechen, können wir da auch darüber reden, dass Yuna nie gestorben wäre. Das heißt, Yuna hätte es überlebt, wäre weiterhin am Leben, hätte vielleicht trotzdem Eiji getroffen und wäre mit ihm glücklich geworden. Das ist durchaus möglich. Und halt auch andere Charaktere sind ja in Sword Art Online gestorben. Ob das Diavel ist oder ob das andere Charaktere sind, die halt einfach in Sword Art Online gestorben sind. Man darf ja nicht vergessen, 10.000 Leute haben das Spiel angefangen, nur knapp 6.000 haben sie überlebt. Eigentlich wäre es ganz gut gewesen, wenn Sword Art Online kein Deathgame gewesen wäre, weil na, viele Leute hätten überlebt und wir hätten halt keine moralisch kaputte Charaktere. Bestes Beispiel ist halt Kirito in War of Underworld. Ne? Wer die Staffel kennt, der weiß, wie kaputt Kirito ist. Man hat ja auch schon teilweise in Gangeli Online gesehen, aber in War of Underworld wurde uns ja das richtig vor Augen geführt. Von daher, dass Sword Art Online ein Deathgame ist, ist für uns Zuschauer natürlich gut gewesen, weil wir haben klasse Charakterentwicklung bekommen mit Asuna und Kirito und Suguwa. Aber für die Charaktere ist es natürlich nicht so gut. 4000 Menschen sind gestorben. Ja. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Was glaubt ihr, wie hätte sich das im Grunde genommen entwickelt? Glaubt ihr an Shinnon, dass sie mit Len zusammen Best Friends geworden wären und dass sie das alles zusammen durchgestanden hätten? Schreibt mir mal gerne in den Kommentaren. Würde mich super interessieren, was ihr da so denkt, wie das ausgegangen wäre. Und wie gesagt, falls ihr weitere Ideen habt für was wäre, wenn ihr, schreibt mir diese gerne unten in den Kommentaren. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt wie gesagt einen netten Kommentar, würde mich sehr darüber freuen, lest auch immer jeden Kommentar. Und falls ihr es natürlich noch nicht getan habt, hier könnt ihr auf YouTube kostenlos abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von mir. Und ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer Flui.